Ihr seht hier mal die Rüstung, die aufgestellt wurde auf der einen Seite der Rohrbrücke, die über das Gleisbett der Bundesbahn führt. Ja, die Rüstung muss natürlich stabil sein und entsprechend länger als eine Rohrstange. Ihr seht hier mal die Stahlbohrbehelfskonstruktion, die beiden Hilfsschienen, die letztendlich dafür gedacht sind, die Rohre einzeln raufzupacken, zu bestücken, Gleitlager mit Rollen. Dort wird vorgerichtet, geschliffen, weggeschweißt, geprüft, isoliert. Eine DN350er und eine DN200er, die hier über das Gleisbett geschoben wird. Hier mal ein Eindruck von dem Geschehen und von der Weite der Rohrbrücke über die Gleisanlage der Bundesbahn. So sieht das Ganze aus. Das muss überwunden werden. Hier mal ein paar Eindrücke von der Gleisanlage. Links kurz die Brücke zu sehen, die dann später abgerissen wird. Material ist auch geliefert worden. Ihr seht hier mal die Rohrleitungen, die dementsprechend verarbeitet werden. Links noch die PE-Leitungen, die auch mitgeführt werden. Das Ganze muss natürlich Stück für Stück, Tag für Tag vernünftig und ordentlich und überlegt umgesetzt werden. Wird eine interessante Geschichte. Ich werde natürlich noch berichten von den einzelnen Vorgängen und von dem Ablauf hier auf dem YouTube-Kanal. Herzlichen Dank an dieser Stelle für euer Interesse und den Daumen hoch hier auf dem YouTube-Kanal zum Thema Rohrschweißen, Wigschweißen für Anfänger und WIG-Pendeltechnik. Ihr könnt eins zu eins lernen von den Videos, Handfertigkeiten, praxisrelevante Tipps, die ihr gut gebrauchen könnt, insbesondere am Anfang.